Ja, liebe Zuschauer, und schon ist wieder eine Woche vorbei und ich darf Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV begrüßen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wir starten auch gleich sportlich mit einem Beitrag der Kollegen von Jena TV. Wenn das Derby gegen den Erzrivalen zum Fußballfest wird, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass zurzeit viel richtig läuft beim FC Carl Zeiss Jena. Mit 5:1 schickte das Team von Trainer Henning Bürger die Blumenstädter zurück in die Landeshauptstadt. Über die ganze Spielzeit, die spielbestimmende Mannschaft, war nach der ersten Halbzeit jedoch noch nicht absehbar, wie deutlich der Sieg am Ende ausfallen würde. Mit "Oh, wie ist das schön" und Jubelgesängen auf Neuzugang Kai Seidemann feierten die FCC-Fans den überzeugenden 5:1-Triumph im für viele wichtigsten Spiel des Jahres, dem Thüringen-Derby. Dabei war Ex-Blumenstädter Seidemann zunächst noch gar kein Teil der Startelf, die Trainer Henning Bürger aufs Feld schickte. Die Stimmung in der ausverkauften Ad-Hoc-Arena hätte nicht besser sein können, als Jena bereits früh im Spiel in Richtung Gästetor drängte. Während zunächst nur Ecken und Freistöße heraussprangen, die nicht verwertet wurden, machte Erfurt-Keeper Lorenz Otto den Hausherrn in der 12. Minute ein Geschenk, als ihm die Flanke von Gibson aus den Händen glitt. Top-Torjäger Weinhauer nahm dankend an und köpfte zum 1:0 ein. 10 Minuten später kam ein Abstoß von Otto postwendend in Richtung eigenes Tor zurück, als Weinhauer den blitzschnellen Joel Richter auf die Reise schickte, welcher die Kugel links unten zum 2:0 versenkte. In der 34. Minute erhielt der Erfurter Dominik Duncan dann die gelbe Karte wegen Haltens. Diese sollte sich später noch als folgenschwer erweisen. Das frühe 2:0 und die hohen Spielanteile ließen die FCC-Männer dann jedoch etwas zu sehr in Sicherheit wiegen. Nach Ballverlusten auf beiden Seiten war die Jena Abwehr kurz vor der Pause nicht mehr geordnet und Ömer Usun nutzte die Chance, um auf 2:1 zu verkürzen. Ein Anschlusstreffer vor der Pause gilt allgemein als psychologisch schlechtester Zeitpunkt, was Henning Bürger in diesem Fall jedoch anders sieht. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber aus meiner Sicht sind wir viel zu einfach 2:0 in Führung gegangen. Das hat meiner Mannschaft in dem Moment nicht gut getan. Mir hat die Körpersprache nicht gefallen, wie wir miteinander Fußball gespielt haben. Und zwangsläufig ist das so, dass der Gegner stärker wird. Man sagt hier oft, 2:0 ist das gefährlichste Ergebnis im Fußball. Und das 2:1 von Erfurt war, wie gesagt, ein kleiner Weckruf für uns. Da konnten wir uns in der Halbzeit nochmal Gedanken machen, dass es so nicht weitergehen kann. Während Bürger und sein Team sich in der Kabine auf ihre Stärken besannen, machte sich draußen nun Kai Seidemann warm, da 1:0-Torschütze und ebenfalls Ex-Blumenstädter Erik Weinhauer angeschlagen ausgewechselt werden musste. Halbzeit 2 gestaltete sich zu Beginn noch relativ offen, sodass Trübenbach per Distanzschuss sogar den Ausgleich auf dem Fuß hatte, Liesegang jedoch souverän zur Ecke parierte. Kurz darauf sorgte die von der Südkurve entzündete Pyrotechnik inklusive anschließender Rauchentwicklung für eine kurze Spielunterbrechung. Wir springen in die 69. Minute, als Kapitän Butzen mit einem präzisen Ball aus dem Halbfeld erneut Richter einsetzte, der mit Tempo und der nötigen Finesse sowohl dem Keeper als auch den heraneilenden Verteidigern keine Chance mehr ließ und den Spielstand auf 3:1 erhöhte. In der 80. Minute folgte dann der nächste Dämpfer für die Rot-Weißen. Denn Duncan sah nach gefährlichem Spiel die gelb-rote Karte, wurde somit vorzeitig duschen geschickt. Damit waren die Messen endgültig gelesen, denn nur 9 Minuten später sorgte Hamza Mukai mit seinem ersten Pflichtspieltor zum 4:1 für die endgültige Entscheidung. In der 10-minütigen Nachspielzeit konnte sich dann auch noch Kai Seidemann für seine engagierte Leistung seit seiner Einwechslung belohnen. Ganz zum Jubel der Fans auf der Nordtribüne traf er in der 93. Minute zum 5:1 Endstand. Zweite Halbzeit haben wir dann nochmal ein anderes Gesicht gezeigt und wollten einfach nochmal nachlegen und eine bessere Halbzeit spielen als die erste. Und ja, ich denke, das ist uns dann auch relativ gut gelungen und haben nochmal alles reingehauen, jeder, der reingekommen ist. Und ja, haben kein Prozent nachgelassen. Die Reaktion war top. Wir haben dann in den Schlüsselmomenten wieder das Richtige getan. Auch die Spieler, die von der Bank kamen, haben nochmal Speed, Power und Dynamik reingebracht. Und das war dann im Prinzip der entscheidende Punkt. Einen großen Anteil an der überzeugenden Performance hatten auch die vielen Fans, die wie immer für eine herausragende Atmosphäre sorgten. Es beflügelt auf jeden Fall. Heute wieder sehr, sehr viele Zuschauer gewesen. Unfassbare Atmosphäre, wirklich. Macht sehr, sehr viel Spaß hier zu spielen und
Man spürt wirklich jede Unterstützung von den Rängen. Und das gibt uns wirklich sehr, sehr viel Kraft und pusht uns natürlich auch. Und ja, dann hat man halt einen Lauf und dann macht es alles nochmal einen Tick einfacher, wie es halt so ist. Nach 6 Siegen aus 6 Spielen steht der FCC nun mit 18 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze der Regionalliga Nordost. Am kommenden Samstag geht es für die Jena im Thüringer Landespokal zum SV Borsch aus der Landesklasse. Kommen wir zu einem Beitrag aus Altenburg. Das Musikertreffen steht an und die Organisationstruppe trifft sich in der Kleingartenanlage Morgensonne und bespricht das Event. Mit welchen Problemen zu rechnen ist, wie das Treffen ablaufen wird und welche Highlights geplant sind, das erzählt uns Klaus Kulisch. Die Kleingartenanlage Morgensonne, genauer gesagt die Gaststätte Hamster, ist diesmal der Treffpunkt des Org-Teams des Altenburger Musikertreffens. Erneut findet dieses im Rahmen des Weinfestes am 20. September am Altenburger Großen Teich statt. Obwohl ein Selbstläufer beim Publikum, ist die Organisation nicht immer einfach. Ja, die Hauptschwierigkeit wird immer sein, Bands zu begeistern, die eigentlich ohne Gage auf die Bühne gehen. Das wird ein Problem sein. Und vor allen Dingen ist das Hauptproblem für uns, wir haben in jedem Jahr immer etwas Neues auf die Bühne gebracht. Irgendetwas, das war eine Katze übrigens, was wir noch nicht hatten, wie damals mit Klaus Fischer mit den Bläsern und verschiedene Bands, die zum Beispiel früher existiert haben, die eigentlich die ganzen Jahre eigentlich abgetaucht waren. Sowas fehlt uns wieder, aber es ist momentan auch leider nicht zu entdecken, sowas. Eintritt kostet es für die Besucher nicht. Gleichzeitig hat man auch in diesem Jahr nicht nur deshalb Grund, das Musikertreffen zu besuchen. Ja, in diesem Jahr ist der Höhepunkt eigentlich, dass Aristona ihr Abschiedskonzert gibt. Und ich meine, das sollte man unbedingt noch mal wahrnehmen, dass man diese Herren und die eine Dame auf der Bühne noch mal live erlebt. Das ist absoluter Höhepunkt, denke ich mal. Und so sind noch Details wie Reihenfolge und Zeit der Soundchecks, Absperrung der Parkplätze oder Aufteilung der Bühne zu besprechen. Der Einbau einiger besonderer Überraschungen inklusive. Doch bei allem Aufwand und auch Schwierigkeiten, das letzte Musikertreffen soll dieses übrigens nicht sein. Ich hatte die Freude an der Musik und wir haben ja eine ganze Menge Musiker auf der Bühne stehen, die eigentlich ansonsten nicht mehr aktiv unterwegs sind, die eigentlich sich genau auf diesen Tag freuen, also von den Bands, die noch teilnehmen. Und das ist für viele ein Höhepunkt und das ist eigentlich fürs Musikerherz auch sehr wichtig. Während das Musikertreffen weiter existieren wird, ist die Zukunft des Hamsters übrigens noch ungewiss. Aus Altersgründen beendet die Betreiberin in wenigen Tagen ihr Geschäft. Ja, und liebe Zuschauer, mit den Kollegen vom Saale Info TV werfen wir nun einen Blick nach Pößneck. Wissen Sie eigentlich, was Gautschen ist? Kennen Sie das Wort Kornuten? Und wozu braucht man eigentlich einen Schwammhalter? Wer jetzt neugierig geworden ist, darf gerne jetzt dranbleiben. Wir sind zur Gautschfeier in Pößneck. Das Gautschen ist ein Berufsbrauch der Buchdrucker und Schriftsetzer. Der Begriff Gautschen ist angelehnt an einen Vorgang bei der Papierherstellung. In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnet der Begriff Gautschen den ersten Entwässerungsschritt nach dem Schöpfen des Papiers und das Ablegen des frisch geschöpften Papierbogens vom Sieb auf eine Filzunterlage. Am Ende der Lehrzeit des Druckers findet die Gautschfeier statt, deren Höhepunkt die Wassertaufe ist. Dabei werden die Lehrlinge, genannt Kornuten, gepackt und in einen Wasserbottich getaucht, um sie von ihren Sünden der Lehrzeit reinzuwaschen. Ja, wir haben heute wieder, wie alle 2 Jahre, die Tradition, dass wir hier am Platz zwischen Wohnheim und Berufsschule das Gautschfest der Drucker und Buchbinder und Mediengestalter machen. Es wird immer gesagt, es ist ein Brauch aus dem 16. Jahrhundert, ganz so alt ist er nicht, aber schon weit über 100 Jahre alt. Alle, die ihre Ausbildung bestanden haben, bekommen eine Art Taufe. Das heißt, hinter uns steht ein riesengroßer Bottich
Und meine Packer werden dann alle Kornuten, so heißen diejenigen, in diesen Bottich befördern. Hinterher kriegen sie noch einen Gautschbrief. Das ist ein richtig schickes Dokument in gebrochener Schrift. Und wir haben heute 35 Kornuten hier, also 35 junge Männer und Frauen, die sich dieser Handlung unterziehen wollen. Wir haben 20 Leute, die aktiv beteiligt sind, als Packer, als Meister. Wir haben auch Johannes Gutenberg und seine Töchter hier. Und am Ende wird das eigentlich wie alle zwei Jahre ein Riesenspaß. So bin ich heute als Gautschmeister zu Ihnen gekommen, als Johannes Gutenberg aus Mainz. Der Einladung zur Generalreinigung von 38 Kornuten hier in Pößneck bin ich gern gefolgt. Unser Beruf des Buchdruckers war von eh und je ein Handwerk, das von denen, die es erlernen wollten, einen besonderen Grad an Bildung und Allgemeinwissen verlangte. Deshalb wurden nur die besten Schüler auserwählt, unseren Beruf erlernen zu können. Und jetzt steht es wieder an, einige ausgelernte Halbfertige zu läutern. Die Kraft und Klarheit des Wassers sei uns dabei behilflich, die Gautschkandidaten von allen anhaftenden Fehlern zu befreien. So ist es jetzt meine Aufgabe, den jämmerlichen, unreinen Kornuten einige Lehren mit auf den Weg zu geben, bevor sie dem reinigenden Bade unterzogen werden. Kein loser Schelm und unberufen Kreatur hat in unserem ehrsamen Handwerk sich einzuschmusen, ohne sich durch gründliche Bildung von seinem Unverstand entfernt zu haben. Die Festversammlung merkt an meinem scharfen Wort, dass Zucht und Ordnung herrscht in unserem Stande, denn der Kornut weiß noch nichts von Zunft und guter Sitte. Er ist es nicht wert, dass man ihn berührt, bevor er nicht gegautschet ist. Schaut mich an, ihr einfältigen Sauf- und Fressmäuler. Ich will euch von euren Kornutenbanden befreien, will euch sagen, was dazu gehört, einen Gesellennamen tragen zu dürfen. Merket auf. Ihr müsst sehr viel beobachten und dürft nichts vergessen. Ansonsten werdet ihr manch Schaden erleiden an Körper und Geldsack. Für das Gautschen sind mehrere Personen in unterschiedlichen Rollen notwendig, wie der Packer, der Gautschmeister und der Schwammhalter. Der Gautschmeister gibt das Kommando und packt an. Die Packer nehmen die Kornuten nacheinander und werfen sie in einen Wasserbehälter, in welchem sie dann noch mit einem Eimer Wasser übergossen werden. Das Ritual bildet einen generationsübergreifenden Bogen in seiner Bedeutung für den Drucker und ist identitätsstiftend für den Berufsstand. Durch die Öffentlichkeitsarbeit und das kontinuierliche Ausüben wird dieser Brauch weitervermittelt. Und mit den Kollegen von Oskar am Freitag TV geht's nun nach Gotha. Dort besuchen wir den Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion. Ein buntes Programm rund um den Arbeitsbereich Polizei erwartete die Besucher und es waren Highlights für Groß und Klein dabei. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, die Landespolizeiinspektion Gotha hat heute seine Türen für uns geöffnet. Das kann nur eins bedeuten: Oskar am Freitag TV kommt hinter Gitter. Vielleicht nicht wortwörtlich, dennoch darf ich heute einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit in Gotha werfen und genau das machen wir jetzt. Ich habe die Ehre, mit der Pressesprecherin Frau Huth von der Landespolizeiinspektion Gotha zu sprechen. Hallo Frau Huth. Hallo. Stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor, wie lange sind Sie vielleicht schon bei der Polizei? Oh ja, wie lange ich bei der Polizei bin, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Also das sind mindestens 15 Jahre. und bin hier in der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gotha tätig als Pressesprecherin. Super. Wir sind heute beim Tag der offenen Tür der Polizeiinspektion Gotha. Wie oft hat die Polizei Gotha denn schon ihre Türen für Besucher geöffnet? Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich habe überlegt, wir sind auf jeden Fall seit 1997 hier in der Liegenschaft, das heißt hier in dem Gebäude, haben dann versucht, regelmäßig Tag der offenen Türen durchzuführen, meistens alle zwei Jahre und dann natürlich Pause in der Corona-Zeit und dann jetzt 2024 wieder. Im Vergleich zu den vorherigen Malen der Tag der offenen Türen, was hat sich verändert? Was bieten Sie heute an für Highlights für die Besucher vielleicht? Wie ist das variiert? Ja, das ist ja jedes Mal anders, gell? Welche Partner uns da unterstützen können, beziehungsweise welche Kräfte. Wir hatten heute zum Beispiel den Hubschrauber angefordert, der konnte leider nicht kommen, weil der im Einsatz ist am Brocken, haben Sie sicherlich gehört.
Ansonsten freuen wir uns sehr, dass wir den Polypup heute hier haben, und zwar als Maskottchen. Nicht nur hier die aufblasbaren Figuren, sondern der Polypup, der hier auch immer mal die Kinder zum Kinderaugen zum Leuchten bringt. Und außerdem haben wir doch noch eine Tatortwelt diesmal neu und auch Workshops zum Thema Kinder- und Jugendschutz im Internet. Apropos, welche Aspekte der Polizeiarbeit möchten Sie denn heute den Besuchern besonders näher bringen? Ja, wir haben uns bemüht, hier alle Bereiche abzubilden, die hier am Standort und zu unserer Landespolizeiinspektion Gotha zählen. Das heißt, man sieht unsere Diensthunde, man sieht unsere Polizeieinsatztrainer, auch unsere ermittlungsführenden Bereiche. Welche Tipps würden Sie denn jungen Menschen geben, die vielleicht an der Polizeiarbeit oder an einer Karriere bei der Polizei interessiert sind? Wie ein Start eben. Ja, also es ist auf jeden Fall immer gut, sich immer zu informieren, immer fortwährend zu informieren, sich vielleicht auch mal zu einem Praktikum anzumelden bei einer Polizeidienststelle, die für den Bereich zuständig ist, oder sich einen Termin zu buchen bei der Nachwuchsgewinnung oder eben vielleicht auch einfach die Kollegen vor Ort mal ansprechen, oder manche haben ja auch immer Angehörigen unter Bekanntenkreis auch noch Polizeibeamte, und dann kann man ganz gut mal Gespräche führen, ob der Beruf was für einen ist. Herr Kormann, erzählen Sie uns doch ganz kurz, geben Sie uns einen Abriss zu Ihrer Arbeit bei der Polizei. Was sind Ihre Aufgaben hier? Sehr gerne. Ich betreue die polizeiliche Prävention in der Landespolizeiinspektion. Dazu muss man sagen, dass wir für drei Landkreise zuständig sind, den Ilm-Kreis, den Gotha-Landkreis und den nördlichen Wartburg-Kreis. Und mein Aufgabenspektrum bildet sich, kann man sagen, in den vulnerablen Gruppen ab. Also wir haben hier insbesondere natürlich im Visier, wie können wir Kindern und Jugendlichen, auch Heranwachsenden, in ihrer Entwicklung helfen. Wir haben aber auch eine vulnerable Gruppe wie Senioren, ja, wo die auch in einem besonderen Fokus stehen, insbesondere im Bereich der Betrugsphänomene. Und dann sind wir noch anlassabhängig, auch in einem Erwachsenenbereich, wo man es vielleicht an großen Schlagwörtern wie Gewalt, Sucht, Medienkompetenz, Extremismus abhängig machen kann. Herr Kormann, was würden Sie denn jungen Menschen raten, die sich jetzt für eine Karriere bei der Polizei interessieren? Vor allem auch in der Beratung jetzt in Bezug darauf. Geben Sie da mal ein paar Tipps. Ich muss dazu erstmal sagen, wir sind in Thüringen nur 7 Polizeiberater. Also die Prävention ist in einem Bereich, dass sie einen hohen Bedarf hat, aber durch die vielfältigen Aufgaben, und das kann man mittlerweile auch nach der Wahl immer noch ganz offen sagen, dort waren überall Forderungen, wir wollen 1800 Polizisten mehr. Wir sind irgendwo in dem Bereich, wo wir noch das ermöglichen können, ja, was an Kernaufgaben zu leisten ist. Und die Prävention ist leider in den Teilbereichen noch nicht mit ihrem Stellenwert dort angekommen, wo sie hingehört. Also wir haben wissenschaftliche Untersuchungen, wenn ich 1 Euro in Prävention investiere, spare ich mir in 10 Jahren Folgekosten, die ich durch Schadenreduzierung, durch Begleitung, durch soziale Leistung und so weiter mir arbeiten müsste. Und das ist ein sehr schönes Arbeiten, das ist ein Arbeiten, wo ich immer wieder merke, dass viel Dankbarkeit damit verbunden ist, wenn wir über bestimmte Themen reden und Bestärkung vornehmen. Dankbarkeit ist auch gegenüber unseren Einsatzkräften nicht allzu alltäglich, deswegen muss man das deutlich herausstellen. Und dann kommen wir aber zu dem Reiz. Also A, es ist natürlich immer wieder toll, ein Tagwerk zu haben, wo man sagt, also ich habe mich dafür eingesetzt, dass es Menschen, die in Gefahr waren oder die geschädigt wurden, jetzt besser geht. Ja, also es ist eine sehr sinnstiftende Arbeit und es ist eine sehr schöne Arbeit, weil sie sehr facettenreich ist. Gerade auch heute, wie mit unserem Interview, es braucht auch eine gewisse Kommunikationsbefähigung. Ja? Und das ist schon... Die haben Sie auf jeden Fall. Das ist schon eigentlich ein richtig cooler Job. Also ich mache das aus Überzeugung, bin dort rein, mache es immer noch gerne aus Überzeugung. Wünsche meinem jedem Kollegen, jedem Kollegen von mir, dass es ihm genauso geht. Hoffe einfach dann auch, dass der Nachwuchs das dann ähnlich sieht, trotz der Widrigkeiten in der Gesellschaft und was auch immer noch an Krisen und Konflikten auf uns zukommt. Ich stehe neben Herrn Herold. Er ist bei der Hundestaffel in Gotha und wir haben jetzt gerade seinen Hund in Einsatz gesehen. Die liebe, wie heißt Ihr Hund? Das ist die Frieda, eine Platthundhündin und wird bald 6 Jahre alt. Und wann kommt sie zum Einsatz? Bei der Suche nach vermissten Personen, Kindern, ältere, pflegebedürftige Menschen. Und da werden wir regelmäßig thüringweit zum Einsatz gerufen mit der Frieda, die ein ausgebildeter Personenspürhund in der Thüringer Polizei ist. Und wie sieht jetzt die Ausbildung eines Personenspürhundes direkt aus?
Wir kaufen diese Hunderasse als Welpen an in der Thüringer Polizei und bilden die in Eigenverantwortung auch aus, zusammen mit unseren Diensthundlehrwarten, und bringen die dann im Alter von 2 Jahren dann zur Prüfung. Und wenn sie die bestehen, dann sind sie ausgebildeter Polizeispürhund, Mentrailer sagt man auch dazu. Und dort können wir dann mit den Hunden in den Einsatz gehen. Wie lange geht so eine Ausbildung des Hundes? Die erstreckt sich tatsächlich über die 2 Jahre, vom Welpenalter bis zum ausgewachsenen Hund. Wenn sich jetzt jemand für eine Ausbildung in der Hundestaffel interessiert, junge Menschen, welchen Ratschlag würden Sie diesen Personen geben? Also es ist mal zwingend notwendig, dass man bei der Thüringer Polizei die Ausbildung macht oder einer anderen Länderpolizei, aber dann in der Thüringer Polizei eingestellt ist. Und nur dann kann man sich auch als Polizist zur Hundestaffel bewerben. Und dort folgen dann weitere Speziallehrgänge, Schutzhundführerlehrgang und auch dann solche Speziallehrgänge wie mit Frida. Und in der weiteren Folge ist man dann einsatzfähiger Polizeibeamter mit Hund, Diensthundeführer. Welche Kriterien sollte man als Bewerber dahingehend erfüllen? Auf alle Fälle das Interesse für den Hund, auch die Liebe zum Tier, keine Frage. Und dann eben auch die Bereitschaft, den Hund 24/7, sagt man so schön, auch zu betreuen, zu versorgen und auch für ihn da zu sein. Wie sieht die Freizeit mit dem Hund aus? Ja, auch der Hund hat dienstfrei und da ist er ganz normal zu Hause integriert und lebt bei dem alten Diensthund, beim privaten Diensthund. Auch halt Spaziergänge, wie es halt so üblich ist, was auch ein ganz normaler Privathund macht. Alles, was dazu gehört. Ja, genau. Vielen Dank, Herr Herold, für die Zeit. Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, und wenn es hier blau leuchtet, dann sind wir entweder am Ende angelangt oder, aber was jetzt der Fall ist, wir gehen in die Werbepause. Bis gleich. Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment. Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß. Ja, liebe Zuschauer, und hier sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Schön, dass Sie dran geblieben sind. Und es geht auch gleich weiter. Mit den Kollegen vom Saale Info TV geht's nun nach Bucha. Dort fand zum 6. Mal das Bucher Seifenkistenrennen statt. Mit fast 50 Teilnehmern war das Starterfeld bunt gemischt. Egal ob Mädchen oder Junge, jeder durfte mitmachen. Und was das Tolle an diesem Event ist, alle Seifenkisten wurden selbst gebastelt und selbst designt. Bei schönstem Sommerwetter war Bucher wieder Austragungsort des Seifenkistenrennens, das jetzt schon zum 6. Mal stattfindet. Fast 50 Teilnehmer hatten sich zu diesem legendären Rennen angemeldet.
Das Starterfeld war bunt gemischt. Egal ob Mädchen oder Junge, hier konnte jeder mitfahren und das Gefühl von einem echten Rennen bekommen, fast wie bei der Formel 1. Jedes Fahrzeug kam erst auf einen Hänger, wurde dann sorgfältig und langsam auf die Straße gestellt und anschließend im Fahrerlager geparkt. Alle Seifenkisten wurden für das Event in liebevoller Handarbeit der ganzen Familie hergestellt, alle einzigartig in ihrer Form. Hallo und herzlich willkommen zum 6. Bucher Seifenkistenrennen. Wir haben uns heute wieder getroffen bei schönstem Sonnenschein. Wir haben diesmal die 46 Startermarke geknackt. Also es ist absoluter Wahnsinn, wie der Zuspruch ist in der ganzen Region. Wir haben es jedes Jahr geschafft, ganz, ganz viele Kinder wirklich mit riesen Grinsen im Gesicht hier zu begeistern. Daran wollen wir anschließen heute. Ja, der Heimatverein Bucha richtet das Ganze aus. Wir haben auch wirklich alles zu bieten, was für Groß und Klein. Wir haben eine Hüpfburg für alle Kinder. Wir haben Thüringer Roster, Rostbredel, Detscher aus Bucha Kartoffeln. Ja, es gibt noch eine kleine Bastelstraße und wir prämieren heute die schönste Seifenkiste. Der Erlös von der schönsten Seifenkiste, das ist kann man loskaufen für 1 €. Der Erlös geht an unsere Orgel, die in Bucha kaputt ist und gebaut werden muss. Und ich würde sagen, wir starten hier gleich durch. Der Pfarrer eröffnet wie jedes Jahr unsere Strecke. Er hat eine kleine Abe 50, damit wird er die ganze Strecke, die man im Hintergrund sieht, segnen, damit nichts passiert. Kurz vor dem Start des Rennens stieg die Stimmung. Im Fahrerlager wurden noch letzte Handgriffe und Feineinstellungen vorgenommen. Die Eröffnung der Strecke blieb wie jedes Jahr Pfarrer Christoph Backhaus vorbehalten. Ja, ich freue mich auch wieder als Pfarrer von Bucha dieses Jahr das Rennen eröffnen zu dürfen mit unserer Safety Car Arpe, mit unserem dreirädrigen kleinen Gefährt. Und wie es schon gute Tradition ist, zum Seifenkistenrennen darf ich die Segnung der Strecke vornehmen und freue mich auf ein wunderbares Erlebnis mit den Kindern und verbunden mit dem Segen, dass alle ganz viel Freude und Spaß haben und vor allem, dass natürlich alle gesund und munter unten ankommen. Das ist unser Ziel und unsere Hoffnung. Schön, dass wir zusammen wieder dieses Jahr dieses Event machen dürfen. Die vielen Unikate der selbstgebauten Seifenkisten konnten bei der Startaufstellung bewundert werden. Das verwendete Material spielt auch eine Rolle dafür, wie schnell die eigene Seifenkiste werden kann. Ins Ziel geschafft haben es auf jeden Fall alle, egal wie schnell der eine oder andere war. Damit auch alles korrekt abläuft, wurde die Lichtschranke regelmäßig kontrolliert. In der Pause gab es Detscher, die in liebevoller Handarbeit hergestellt wurden. Auch herzhafte Kleinigkeiten und Getränke durften dabei nicht fehlen. Ich heiße Richard Linus Lesker und fahre zum zweiten Mal mit. Und ich komme aus Pößneck und mein Opa hat die Seifenkiste gebaut. Und ich freue mich, dass ich da sein darf. Hallo, ich bin die Inka Blessing und das ist mein drittes Seifenkistenrennen und ich komme aus Knau. Und ich habe die Seifenkiste mit meinem Papa gebaut und ich will heute gewinnen. Ich heiße Carlos, ich bin jetzt das zweite Mal hier. Ich komme aus Röppig. Die Seifenkiste habe ich mit einem Bekannten aus Röppig gebaut. Nächstes Jahr am 31. Mai ist da noch ein Röppig. Seifenkistenrennen ist das dritte Jahr. Letztes Mal war ich 8. Und ja, ihr könnt gerne kommen. Anmeldung geht online unter röppig.de oder auch vor Ort. Und die Teilnahme ist begrenzt. Thank you.
Auch für die Kinder, die gerade nicht um die Wette gefahren sind oder Pause hatten, wurde es nicht langweilig. Mit Bastelständen konnten sie kreativ etwas gestalten oder sich einfach selbst beim Schminken bunt verwandeln lassen. Mit einem Eis dazu ließ sich das Sommerwetter bei fast 30 Grad Temperatur richtig gut aushalten. Gut gestärkt starteten die Rennfahrer in die zweite Runde, die sich bis in den späten Nachmittag zog. Mit Unterstützung des Heimatvereins aus Bucha konnte dieses Event für die kleinen Rennteilnehmer und ihre Zuschauer zu etwas ganz Besonderem werden und freut sich auf eine Wiederholung. Ja, liebe Zuschauer, und mit den Kollegen von Bad Berka TV geht's nun nach Tangelstedt. Dort fand am 7. September das zweite Kronkorken-Spenden-Event statt. Und das hat sich zu einem echten Erfolg entwickelt. Was im letzten Jahr noch im Hof von Initiator Michael Senz stattfand, sprengte in diesem Jahr die Kapazitäten. Ein Teil der Tangelstädter Dorfstraße musste gesperrt werden, um genügend Platz zu schaffen. Initiator Michael Senz und seine ehrenamtlichen Mitstreiter Tobias Gerber und Danny Schemrich waren schlichtweg überrascht, dass in der zweiten Auflage des Kronkorken-Spenden-Events so viele Kronkorken gesammelt wurden. Wahnsinn, also wir hatten heute eine Voranmeldung von gut 8 Tonnen, die sich angemeldet hatten. Ich denke, die haben auch locker im Container. Und das ist einfach überwältigend. Wahnsinn. Wir haben jetzt seit der letzten Aktion 60 Sammeltonnen thüringweit verteilen können an verschiedene Einkaufsmärkte, Kindergärten, Schulen, die für uns mitsammeln wollen. Und dadurch wächst auch die Aktion immer weiter. Das waren, also nur in dem Zeitraum von einem Dreivierteljahr, waren das 40 Tonnen. Also wir hatten letzte Woche am 31.08. die Spendenübergabe zum Tag der offenen Tür und konnten 10.591,31 € übergeben. Statt der zwei kleineren Container vom Vorjahr wurde ein 40 Kubikmeter Container benötigt. Und ein buntes Rahmenprogramm rundete den Event ab. Auch die Feuerwehr Oberheldrungen zeigte sich wieder sammelfreudig und brachte gleich einen Abrollcontainer mit, der die ersten Tonnen an Kronkorken füllte. Viele Privatspender kamen ebenfalls nach Tangelstedt und brachten kistenweise Deckel vorbei. Das Netzwerk der Kronkorkensammler konnte in den letzten Monaten stetig ausgebaut werden, was nicht nur immer mehr Deckel, sondern auch mehr Spendengelder für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietertz einbrachte. Also erstmal bin ich wahnsinnig positiv überrascht. Ja. Ich kannte mich ja auch nur vom Sprechen und er hat mir von seinem Event erzählt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was das jetzt hier schon für ein Riesen-Event ist. Also ich habe mich eben mit vielen Leuten unterhalten und da kam eben auch schon, letztes Jahr war das sehr, sehr klein. Da konnte man noch durch die Straße fahren und jetzt habe ich ja gerade vorhin schon zu dir gesagt, ist der ganze Straßenzug gesperrt. Hier stehen riesen Container, wo gesammelt wird. Also das ist ja wirklich positiv, wahnsinnig verrückt, irre. Also wir hatten unseren Tag der offenen Tür letzte Woche und da hat Micha uns überrascht und hat uns mit einer Summe von 10.591,31 € überrascht. Und da sind wir auch erstmal einen Schritt nach hinten gegangen und haben gesagt, was Wahnsinn. Er hat es ja eben gerade bei dir schon mal erklärt, 40 Tonnen Kronkorken umzusetzen, ist für so eine kleine Gruppe, für so einen kleinen Ort wirklich wahnsinnig. Und du siehst ja selber, was da an Geld rübergekommen ist für uns. Irre. Also wir brauchen jetzt ca. 2 Millionen im Jahr an Spenden für unser Haus, dass wir das so in der Form, wie es jetzt gerade ist, dass wir das betreiben können. Und da ist natürlich jeder Cent zählt dort, um es genau so umzusetzen und die Qualität, die wir an die Familien weitergeben, auch genauso hin weiterzuführen. Auch das zweite Kronkorken-Spenden-Event am 7. September war ein voller Erfolg. Rund 10 Tonnen Bier- und Weißblechdeckel sowie zusätzliche 2.315 € an Spenden kamen zusammen. Kommen wir nun zu einem Beitrag der Kollegen von Jena TV. Der britisch-deutsche Künstler Malcolm Brook stellt zurzeit in der Imaginata seine sogenannten Automatas vor. Dabei handelt es sich um kleine spielerische Kunstobjekte, die von den Besuchern selbst in Gang gesetzt werden können und dabei verschiedene Ideen transportieren. Die neuen Ausstellungsstücke in der Imaginata, die zunächst anmuten wie Kinderspielzeug, offenbaren erst, wenn sie ausprobiert werden, ihre tiefer liegende Bedeutung. Der Urheber dieser sogenannten Automatas ist der britisch-deutsche Künstler Malcolm Brook. Die etwa 30 Objekte, die Brook über die letzten 40 Jahre entwickelte, bilden somit sein gesamtes Lebenswerk ab.
Inspiriert von der Künstlerbewegung der sogenannten Automatists aus dem frühen 20. Jahrhundert, entwickelte er seinen eigenen Stil, bei dem er mit Holz ohne vorherige Zeichnungen und Pläne Gegenstände fertigt und sie mittels Mechanik in einen spielerischen Zusammenhang setzt. Aber die Stücke regen nicht nur zum Anfassen und Mitmachen an, sondern vor allem auch zum Mitdenken und, wenn man den Witz versteht, auch zum Mitlachen. In England, man spielt viel mehr mit Doppeldeutigkeit. Und das ist für mich auch manchmal ein großes, spontanes Signal, irgendwas zu machen. Zum Beispiel, man kommt nach Deutschland und man hört diesen Spuk, wie man den Bach runtergeht. In England, Bach ist, da weiß man, was Bach ist, bevor man weiß, was ein Fluss ist. Ne? Und deswegen habe ich dieses Objekt gebaut, wie man den Bach runtergeht. Und da habe ich gedacht, wenn man, wie man den Bach runtergeht, muss man auch, wie man den Beethoven runtergeht, machen. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Solche visualisierten Wortwitze sind auch Bestandteil vieler weiterer Werke in der Ausstellung. Das Besondere, teilweise ergibt sich die Komik erst aus der Betrachtung des Gegenstands aus Sicht beider Sprachen, Englisch und Deutsch, wie hier bei Der Exhibitionist, der im Deutschen für Entblößung steht, im Englischen aber auch auf die Übersetzung des Wortes Ausstellung, Exhibition, anspielt. Aber auch wenn man den einen oder anderen Witz nicht direkt versteht, die Bedienung der liebevoll gearbeiteten Automata selber bietet schon viel Grund zur Freude. So gelingt es dem Künstler auf einzigartige Weise, Holzobjekte mit Mechanik, Sprache und Humor zur Poesie zu verbinden. Idealerweise soll dabei auch der Funke zu dem vermehrt jüngeren Publikum der Imaginata überspringen. Ja, weshalb die Ausstellung eigentlich bei der Imaginata stattfindet, wir wollen eigentlich auch damit Jugendlichen zeigen, dass man mit auf der einen Seite mit relativ einfachen Mitteln, mit dem Werkstoff Holz zum Beispiel, wirklich tolle Sachen machen kann, die natürlich auch wiederum gewisse Fähigkeiten herausfordern. Also nicht nur das Handwerkliche, sondern auch letztendlich das Kognitive, dass man eine Idee entwickelt, dass man auch kreativ ist. Und so auf diesem Wege kommen solche Arbeiten dann zustande vielleicht. Malcolm Brooks wunderbare Welt der Automatas ist von Dienstag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet, kostet 2 Euro Eintritt pro Person und läuft noch bis zum 13. Oktober. Ja, liebe Zuschauer, jetzt ist es aber soweit. Wir sind am Ende angelangt von Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare restliche Woche. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche dann. Tschüss.